Ich fühle, dass es mega wichtig ist, über Self-Confidence zu sprechen. Ja, ich nehme das englische Wort, weil es so viel mehr ist als Selbstbewusstsein oder auch Selbstvertrauen. Self-Confidence ist so groß. Es ist eine Energie. Es ist deine Energie. Self-Confidence ist tatsächlich deine Energie. Und wie deine Energie gerade auftritt, wie deine Energie letztendlich wirklich auftritt, wie deine Energie wirkt, das ist super entscheidend, weil deine Energie kreiert und deine Energie manifestiert. Deine Energie ist das, was du bist. Und wenn du self-confident bist, wenn du selbstbewusst, selbstsicher bist, wenn du angstfrei bist, wenn du im Vertrauen bist, wenn du bestimmt bist, wenn du klar bist darüber, wer du bist, dann fühlst du dich sicher. Und wenn du sicher bist, dann hast du keine Angst. Und wenn du keine Angst hast, dann bleibst du in der Energie deines erfüllten Wunsches. Die Energie des erfüllten Wunsches ist das A und O. Die Energie, da zu sein, diejenige Person zu sein, die schon all ihre Wünsche selbstverständlich erfüllt hat, das ist unser Masterpiece, das ist unser Erwachen, das ist unsere Divine Design Reise. Und ohne diese Klarheit, Wahrheit, Self-Confidence geht es nicht. Weil alles, was nicht self-confident ist, das heißt, alles, was dich zögern lässt, was dich in Zweifel bringt, was dich unsicher macht, was dich ängstlich macht, was du zurückhältst, all das bringt dich in einen Zustand der Angst, der Unsicherheit. Unsicherheit, Zweifel ist alles Angst. Und alles, was Angst ist, manifestiert und kreiert dir dementsprechende Erlebnisse im Außen. Es ist Gesetz. Es ist Gesetz. Es sind Gesetze des Universums. Es sind Gesetze der Energie. Es sind die Gesetze der Schöpfung. Und es ist so wichtig, dass du erkennst, dass dein Egoverstand, dein menschlicher Verstand dir lauter Geschichten erzählt, warum du nicht selbstsicher sein darfst, warum es nicht gut ist, selbstsicher aufzutreten. Und das sind solche Geschichten wie: Ja, ich bin mal selbstsicher aufgetreten, dann habe ich gleich mal wieder eine vor den Bug geschossen bekommen. Leute haben mir gesagt, ich soll ruhig sein, oder Leute haben mir gesagt, ich soll mich nicht so aus dem Fenster lehnen. Dann haben sie mich wieder eingeschüchtert, und jedes Mal, wenn ich gemeint habe, jetzt weiß ich's, jetzt habe ich recht, jetzt mache ich's richtig, ist immer mal wieder etwas passiert, was mich erschüttert hat, was mich verunsichert hat. Und genau diese Geschichten haben wir alle. Wir alle sind verunsichert worden. In Momenten, wo wir so sicher waren, ist dann irgendetwas passiert, hat sich irgendetwas im Außen gezeigt, was uns verunsichert hat. Und genau diese Momente führen dann dazu, dass ich mein Licht unterdrücke, dass ich mich dimme, dass ich meine, ich müsste irgendwas verstecken, dass ich meine, ich könnte nicht selbstsicher sein. Dann fange ich mir andere Geschichten darum zu erzählen. Dann erzähle ich mir, dass ich es nicht darf, weil ich ja selber nicht diszipliniert bin, weil ich es ja selber nicht wissen kann, weil ich ja selber Fehler mache, weil Fehler ja normal sind und so weiter und so fort. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob einer immer recht hat, ob einer fehlerfrei ist, ob einer immer diszipliniert ist. Es geht um ein tief sitzendes Selbstverständnis deiner selbst.
als göttliches Wesen ohne Fehler. Weil die Fehler, die du siehst und die du erkennst im Außen, das sind nur Fehler, weil du Standards oder Ansichten hast, vor denen du Vergleiche abfährst sozusagen. Ja, du sagst, ich bin nur gut genug, wenn. Ich kann nur selbstbewusst sein, wenn. Ich kann mich doch nicht rauslehnen, weil ich habe doch auch nicht die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Aber wo kommen wir denn dahin mit diesem Mindset, oder? Wo wir die ganze Zeit uns immer wieder sagen und klar machen, also so klar, so laut, so sicher, so überzeugt, kann ich doch gar nicht auftreten. Weil, was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn ich mich irre? Was ist, wenn ich Fehler mache? Wie stehe ich denn da? Dann habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und genau diese Geschichten, genau diese Vorstellungen, die halten uns immer wieder in einer Energie, wo wir nicht in unserer Power sind. In einer Energie, wo wir die ganze Zeit das Gegenteil von dem rausgeben an Energie, manifestieren, reflektieren im Außen, als das, was wir wirklich wollen. Die Sachen, die wir wirklich wollen, verlangt von uns, dass wir hundertprozentig hinter uns, hinter unserem Wunsch, hinter unserer Kraft, hinter unserer Klarheit stehen und kein Müh weichen. Uns nicht von irgendwelchen anderen Gedanken oder von anderen Menschen, die uns unsere eigenen Gedanken reflektieren, davon abbringen lassen, wer wir sind. Wir sind Meister, Manifestoren, wir sind göttliches Design, wir sind in allerhöchster Perfektion gedacht. Ob unser Selbstverständnis in allerhöchster Perfektion in uns existiert, das ist eine andere Frage. Aber die ursprüngliche göttliche Idee war, dass wir hierher kommen, geboren werden und lernen, uns unserer Perfektion, unserer Wahrhaftigkeit, unserer Fehlerlosigkeit bewusst zu werden. Und dazu sind wir in das ganze Gegenteil hineingeboren worden, in eine menschliche Welt, die darauf ausgerichtet ist und konditioniert ist, Fehlerhaftigkeit zu finden, zu dokumentieren und zu reproduzieren. Und so funktioniert unser Universum. Was ich über mich glaube, sehe ich im Außen. Und was ich im Außen sehe, ist meine Manifestation. Und ich kann nur mich selber in meinem Inneren verändern, tief, tief, tiefgründig verändern, indem ich in meine Wahrhaftigkeit zurückgehe und diesen ganzen menschlichen Bullshit an Geschichten, an Einschränkungen, an Zusammenhängen, die mich immer wieder zu Fehlern führen, die mich immer wieder zu Ängsten führen, die mich immer wieder in Unsicherheit führen, all dieses Denken, das muss ich in die Tonne schmeißen. Es führt mich immer wieder in meine Zweifel, in meine Unsicherheiten, in meine Energie, wo eben nur kleines Zeug ist, wo mir eben nur kleine Erfolge, wo mir eben nur kleines Geld, wo mir eben nur kleine Gesundheit zusteht. Aber Leute, dafür sind wir nicht geboren. Wir sind dafür geboren, zu verstehen, dieses abgefahrene Spiel unseres Geistes, unseres Verstandes, das uns in einer Welt der Limitierungen und Ängsten hält. Und wie deine Self-Confidence, wie du aufgestellt bist mit deinem Selbstbild, mit deinen Ansichten über dich, mit deiner Klarheit, mit deiner Angstlosigkeit, das ist letztendlich ausschlaggebend dafür, was du dir für ein Leben manifestierst und generierst und kreierst. Wer du bist, ist so ausschlaggebend. Und du kannst nicht weiterhin glauben, dass irgendeine Geschichte, die irgendeine Einschränkung über dich erzählt,
egal ob sie aus deinem eigenen Kopf kommt, ob sie aus einem Buch kommt, ob sie aus dem Mund von jemand anders kommt, von Freunden, Bekannten, von Eltern, nichts von dem darfst du geltend machen dafür, um zu sagen, ja, ich bin halt unsicher, ich bin halt introvertiert, ich bin halt als Kind nicht wirklich gestärkt worden, als Kind hat man mir immer meine Fehler gezeigt. Das muss dir alles komplett egal sein, weil es komplett egal ist, weil das, wer und was du bist im Jetzt und im Hier, ist ausschlaggebend für deine Zukunft und ist ausschlaggebend dafür, wie die Welt dich reflektiert, wie die anderen dich sehen. Das ist das Einzige, was ausschlaggebend ist. Und wenn du immer wieder denkst, ja, und ich war traumatisiert und mein Körper trägt dieses Trauma in mir und ich habe halt Angst, was andere Leute über mich denken, wenn du es nicht schaffst, aus diesem Zyklus rauszukommen und zu erkennen, dass all das, was jemals von dir im Außen gesehen wurde, was du dir jemals zu Herzen genommen hast, was gesagt hat, uff, ich bin falsch, uff, ich bin nicht geliebt, ach, ich bin nicht so stark, ich bin eher schwach, ich bin eher zurückhaltend. Warum? Keine Sterne dieser Welt können dir dein Divine Design nehmen. Kein Astrologie, kein Human Design Charts kann dir nehmen, was du wirklich bist in dir, kann dir deine Seele nehmen. Deine Seele ist perfekt und wenn du dieses erkennst in dir, dann lebst du sozusagen aus deinem göttlichen Design heraus. Und ich mag das Wort Seele nicht, ich sag's immer wieder, weil viele Leute Seele mit Psyche verwechseln. Aber die Psyche ist eben dein full of shit thinking, wo du die ganze Zeit gegen dich, gegen deine Wünsche, gegen deine Gesundheit, gegen deinen Reichtum, gegen deine Erfülltheit argumentierst. Das ist die Psyche, das ist der Ego-Mind, das ist die Konditionierung. Und du bist geboren, um da auszusteigen, um aus diesen Denkmustern, Ansichten der 3D-Welt, der Ego-Welt, der menschlichen Welt auszusteigen und deine Divine Design Self-Confidence zu finden und dann auszuleben, jeden Tag, mit jedem Wort, mit jedem Gedanken, diese Ansichten für dich kreieren, aktivieren, dich daran zu erinnern, wer du bist und dass da deine Sicherheit liegt. Da liegt dein Selbstvertrauen, da liegt deine Klarheit, da liegt deine Bestimmtheit. Es ist alles da angelegt, aber du bist hier auf dieser Welt, um das auszupacken, nackt zu machen, herzustellen, zur Schau zu stellen gar schon und zu zeigen, wer du bist in Wahrhaftigkeit. Und das geht nicht in Kombination mit Angst und Zurückhaltung. Das geht nicht in Kombination mit Angst vor Ergebnissen, die du nicht erwünscht hast. Diese Self-Confidence, die muss so tief in dir verankert sein, die kannst du nicht faken, die kannst du nicht aufsetzen, du kannst nicht so tun, als ob, das funktioniert nicht. Aber du kannst dich im Spiegel sehen, als die Person, der Mensch, wer du wirklich bist, kannst in deine Seele reinschauen und du kannst sehen, wie perfekt du bist, du kannst sehen, wie fehlerfrei du bist, du kannst sehen, dass die Fehler, die du scheinbar mal gemacht hast in der Vergangenheit, nur aus einer beschränkten, fehlerhaften Identität heraus geschehen sind. Aus Angst heraus. Aus Angst vor Zurückweisung. Aus Angst, Fehler zu machen. Und aus diesem Kreislauf musst du austreten, wenn du etwas Grundlegendes verändern willst in deinem Leben, in deiner Gesundheit, in deinen Beziehungen, in allem. Dass du anfängst zu genießen, dass du anfängst, dich erfüllt zu fühlen, tiefst erfüllt.
Und dazu brauchst du keinen Grund, aber dazu brauchst du deine Divine Design Self-Confidence. Du musst wissen, wo deine wahre Self-Confidence herkommt, wo deine wahre Sicherheit liegt, wo dein wahres Vertrauen liegt, wo deine wahre Bestimmtheit liegt. Bestimmtheit in dem Sinne von, ich bestimme über mein Leben. Ich bestimme, wie ich gesehen werde. Ich bestimme meine Ergebnisse. Ich bestimme meinen Erfolg. Ich bestimme alles in meinem Leben. Aber ohne diese Grundlage, ohne diese Basis, diese Self-Confidence, die aus deinem Divine Design kommt, die aus deiner Seele herkommt, die da aus deiner Wahrhaftigkeit herkommt und nicht aus deinen Achievements, wollte ich gerade sagen, aus dem, was du erreicht hast. Es kommt nicht daraus, was du vorzuweisen hast. Diese Self-Confidence kann nicht darauf aufbauen, weil sie sonst wirklich super wackelig ist. Du kannst nicht aus irgendeiner Herkunft oder aus irgendwelchen kleinen Ergebnissen oder Erfolgen deine Self-Confidence aufbauen und halten. Das wird so wackelig sein. Du brauchst die tief, deine Confidence muss aus deinem wahrhaftigen Sein, aus deiner Seele, aus deinem Divine Sein, muss sie rauskommen. Und dann kann sie dir niemand nehmen, durch keine Kritik. Du kannst sie nicht verlieren, weil du irgendwann mal was nicht so gut gemacht hast oder weil du in Zukunft Angst hast, irgendwas nicht kaputt zu machen, so wie du solltest. Die ist dir nicht zu nehmen, weil sie ist in dir eingebaut. Damit bist du geboren, aber deine Aufgabe hier auf Erden ist, sie zu finden und mit dieser Divine Design Self-Confidence durch dein Leben zu laufen. Und sie kann nicht erschüttert werden, wenn einer sagt, wie siehst denn du aus? Oder was glaubst denn du, wer du bist? Oder was hast denn du vorzuweisen? Und so weiter und so fort. Das hörst du gar nicht mehr. Weil du weißt, wer du bist, tief in deinem Inneren. Du wirst auch nicht mehr People-Pleasing machen. Du wirst auch nicht mehr irgendwas machen, um aus Leuten tolle Resonanzen rauszukitzeln, weil du es nicht brauchst, weil du weißt, ich bin die Resonanz. Ich bin die Erfülltheit. Ich bin die Liebe. Und das mit einer Self-Confidence, die dir nicht so niemand mehr nehmen kann. Das ist das, was du suchst. Indem du people pleased, indem du irgendwas machst, was Leute von dir erwarten und so weiter und so fort. Dieses Gefühl suchst du, aber dieses Gefühl ist in dir. Pack's aus, bedingungslos. Und deswegen habe ich eben diese Masterclass gemacht, Divine Design Self-Confidence, wo ich dir genau erkläre, wo du diese Self-Confidence, Selbstsicherheit in dir innen findest, sie auspackst und sie für dich als dein Eigen annimmst, weil sie gehört dir, es ist deins. Und diese Masterclass kannst du auf meiner Homepage kaufen oder mir schreiben für den Link. Es ist in meinem Online-Shop. Ich lege sie dir ans Herz. Wenn du irgendwie strugglest, wenn du irgendwie unsicher bist, wenn du versuchst zu manifestieren, das ist diese Basishaltung, die du einfach brauchst. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.